Ein beliebter Spielplatz, Kita Bergeshang im Herbst. Urlaubsdomizil mit Bodeblick, Richtfest im Ferienhausdorf Thale. Stabile Beiträge im kommenden Jahr, AOK Sachsen-Anhalt bleibt günstigste Kasse im Land. Bundesweit unterwegs, Wernigeröder Stadtwerke gewinnen Ausschreibung. RFH, einfach näher dran. Ein beliebter Spielplatz, Kita Bergeshang im Herbst. Bunt gefärbte Bäume, raschelndes Laub und ein wenig Sonnenschein. Blankenburg zeigt sich von seiner schönen Seite. Die Kinder der Kita Bergeshang sind begeistert. Sie haben einen herrlichen Garten für ihre Aktivitäten zur Verfügung. Sie erobern den großen Spielberg und dann geht es auf Entdeckertour. Hier gibt es Büsche, Bäume und große Rasenflächen. Während die Jungen Butzen bauen, sich mit Stöcken ausrüsten, turnen die Mädchen eher an den Spielgeräten. Dass sie gern singen und dass auch die musikalische Erziehung in dieser Kita nicht zu kurz kommt, demonstrieren sie gern. Dafür hast du mich so gecatcht, bei dir kann nicht ich sein, vertraut und verrückt sein. La 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 la, hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment, dafür hast du mich so gecatcht, bei dir kann nicht ich sein, vertraut und verrückt sein. La 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 la. In der Kindereinrichtung gibt es vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und immer etwas Neues zu entdecken. Ist vielleicht schon ein neuer Mieter im Insektenhotel eingezogen? Mit dem Boot geht es jedenfalls auf große Fahrt. Kapitän Ahoi! Die Kinder haben hier ihre individuellen Freiräume. Die Einrichtung bietet Platz für 50 Krippen und 70 Kindergartenkinder. Dank vielfältiger Initiativen wird der Garten immer attraktiver. Auch neue Ideen werden umgesetzt. Genau. Die Kinder wissen ja noch, dass in unserem Kindergarten es ein Schwimmbecken gab. Ein Schwimmbecken mit Stufen und einem großen Geländer. Wisst ihr das noch? Ja. Nein, ich weiß nicht. Du weißt es nicht mehr, aber Mira weiß es, ja? Ich weiß es auch noch. Genau. Und da haben wir gedacht, ach, einen Bademeister können wir nicht einstellen, ein Schwimmbecken können wir gar nicht richtig nutzen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen aus diesem alten Schwimmbecken ein Bodentrampolin. Ja, aber ein Bodentrampolin kostet ganz, ganz viel Geld. Sodass wir dann 2 Jahre gesammelt haben und dank der Aktion Blankenburg punktet von den Stadtwerken, konnten wir in einem Jahr 1.000 Euro gewinnen und im zweiten Jahr 500. Und das war schon ein mächtiger Teil zur Herstellung für dieses Bodentrampolin. Und Sie sehen ja im Hintergrund, die Kinder freuen sich. Es ist ein Gerät, was wenig Unfallgefahren mit sich bringt. Und wir konnten die Grube des ehemaligen Schwimmbeckens super nutzen. Vielen Dank nochmal vor allem an alle, die für uns gepunktet haben. Denn die Stadtwerke konnten uns deshalb nur den Betrag auszahlen durch die vielen, vielen Stimmen der Blankenburger, die für uns, für unsere Kita und unsere Kinder gepunktet haben. Aus einem alten Schwimmbecken wurde ein Trampolin, das Verletzungsgefahren minimiert. Dieses Spielgerät wird besonders gern angenommen. Ja, ist klar. Das ist gut, das Trampolin. Das Trampolin ist wirklich der Hammer. Das Trampolin ist echt geil. Weil man kann da auch richtig spaßig hüpfen und ein kleines Spielchen auch manchmal machen. Auch kreative Spiele sind hier möglich. Den Einfällen der Kids sind keine Grenzen gesetzt. Dank der Sponsoren ist hier ein Spielgerät angeschafft worden, das gerade für den Kindergartenalltag ideal ist. Das Spielen an frischer Luft ist den Erziehern zu jeder Jahreszeit wichtig. Es härtet ab und macht Spaß. Ich finde es schön und das war immer und was in Kindergarten unternehmen. Ja, im Kindergarten gefällt es mir. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur die falsche Kleidung. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken.
Die Siegesserie von Germania Halberstadt ist am letzten Spieltag gerissen. Nach 10 ungeschlagenen Auftritten in der Oberliga musste der VfB nun die erste Saisonniederlage gegen die Amateure von Carl Zeiss Jena hinnehmen. In einer Partie auf Augenhöhe hatten die Gäste aus Thüringen die klareren Torchancen und gingen am Ende als glücklicher Sieger vom Platz. Trotzdem halten die Halberstädter ihre Spitzenposition in der Tabelle mit noch einem Zähler Vorsprung vor Chemie Leipzig. Der nächste Härtetest folgt dann am 19. November in Rudolstadt. Die Thüringer stehen momentan auf dem 4. Rang und sind seit 7 Spielen ungeschlagen. Keine leichte Aufgabe also für den VfB. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr. Dazwischen gibt es aber noch einen Termin für Germania. Am 12. November geht es nämlich im Viertelfinale des Landespokals zum Ligarivalen Askania Bernburg. Der Anstoß erfolgt dann um 13 Uhr. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Die Mitte der Woche wird wechselhaft unterstrichen von einer leichten Brise. Am Morgen zeigt sich der Sonnenaufgang bei fast klarem Himmel und Werten bis unter den Gefrierpunkt. Zum Mittag klettern die Werte auf 3 Grad und der Himmel hat sich zugezogen. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es kühl und wolkig am Himmel. In der Nacht beginnt es dann leicht zu regnen bei Werten knapp über dem Gefrierpunkt. Am Donnerstag wird es den ganzen Tag über nass mit Höchstwerten bis 4 Grad. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Sterben, Tod, Bestattung, Themen, die wir gerne verdrängen. Und doch ist es ein gutes Gefühl, wenn alles geregelt ist. Feuerbestattung ist ökologisch, nachhaltig und zeitgemäß. Feuerbestattung in Quedlinburg. Menschlich, würdevoll, einfühlsam. Machen Sie sich selbst ein Bild am Tag der offenen Tür am 13. November von 10 bis 16 Uhr auf dem Quedlinburger Zentralfriedhof im Badeborner Weg. Neu einrichten, sparen und besser schlafen. Das geht nur mit Möbel Müller. Noch bis zum 19. November zahlt Möbel Müller Ihnen beim Kauf eines neuen Schlafzimmers 500 Euro für Ihr Gebrauchtes. Ganz egal wie alt, ganz egal woher. Sichern Sie sich 500 Euro Abwrackprämie beim Kauf eines neuen Schlafzimmers ab 2500 Euro. Neu einrichten, sparen und besser schlafen. Noch bis zum 19. November mit Möbel Müller im Thale. Yippie! Gesünder leben heißt besser leben und das bis ins hohe Alter. Machen Sie sich fit gegen die Volkskrankheit Diabetes. Am 19. November begrüßt Sie das Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt gemeinsam mit regionalen Partnern zum ersten Diabetikertag. Von 10 bis 15 Uhr steht das Sportland ganz im Zeichen von Beratung, Information und vielfältigen Angeboten. Erfahren Sie beim Gespräch mit Experten alles rund um den aktuellen Stand der Medizin oder holen Sie sich leckere und gesunde Rezeptideen zum Nachkochen. Außerdem steht Ihnen der Fitnessbereich im Sportland während des Diabetikertags zum Probetraining offen. Der erste Diabetikertag mit vielen tollen Angeboten, die hoffentlich viele Leute interessieren, hierher zu kommen und beim ersten Diabetikertag hier im FSZ dabei zu sein. Also bis zum 19.11. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen.
Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le cœur, le caractère. Citroën. AOK-Versicherte haben's besser, denn sie zahlen weniger. Jetzt zur günstigen Krankenversicherung aus Sachsen-Anhalt wechseln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.besserhaben.de. AOK, die Gesundheitskasse. Stadtwerke Blankenburg, Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Urlaubsdomizil mit Bodeblick. Richtfest im Ferienhausdorf Thale. Zumindest von diesen Ferienhäusern aus werden zukünftig die Urlaubsgäste unmittelbar dem Bode plätschern lauschen können, aber auch den Blick Richtung Bodetal und Hexentanzplatz genießen können. Es sind die ersten drei Objekte des Ferienhausdorfs in Thale, das seit knapp 2 Monaten nach dem Spatenstich stetig wächst. Zeit also für das Richtfest. Und zudem kommen zahlreiche Gäste und beteiligte Firmen. In der Woche davor wurden die ersten drei Häuser ruckzuck errichtet, bei optimalem Wetter. Und so liegt man auch mit dem Projekt sogar 4 Wochen vor dem Plan, kann Investor Heinz-Peter Brinkmann verkünden. Insofern ist das wirklich eine ganz hervorragende Leistung. Also wir sind wirklich gut im Zeitplan. Wir haben fast 4 Wochen gegenüber dem Ursprungsplan aufgeholt. Und ich hoffe mal, dass das so weitergeht. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Traditionsgemäß gibt es zunächst den Richtspruch hier von Zimmermannsmeister Knut Lichtenberg. Auch wenn der Stadtrecht häufig war, nun stehen schon 3 Häuser da und schauen ab der Stunde unverdrossen in die Runde. Mög Eintracht und Zufriedenheit darin herrschen alle Zeit. Mög Lieb und Freundschaft schwesterlich am schönen Herd begegnen. Die Bauherren, wir wollen bitten, sie mögen das Werk behüten. Dem Investor obliegt dann auch das Einschlagen des obligatorisch letzten Nagels. Das gelingt ihm auch mit dröhnenden Hammerschlägen. Sein Dank gilt an den Firmen, verbunden mit der Hoffnung, dass es im Bauablauf so gut weitergeht. Bei der Stadt Thale, Ärmlich und Gierke sind. Und ja, hoffe mal, dass das alles so weitergeht. Vielen Dank. Schon in dieser Woche werden weitere Fertighäuser hier errichtet, auch in prägnanten Farben. Und auch die ersten größeren Doppelhäuser sollen bald im 3. Baufeld entstehen. 51 Ferienhäuser sind im 1. Bauabschnitt geplant und auch das Gebäude und die Werkshalle am Eingang zum Feriendorf werden zukünftig als Empfangsbüro und Hotel sowie für Freizeitangebote ausgebaut. Viele Gäste nutzen an diesem Tag natürlich die Gelegenheit, einen Blick in die Ferienhäuser zu werfen, die übrigens alle jeweils mit einer kleinen Sauna ausgestattet werden. Insgesamt 10 Millionen Euro fließen in das Projekt, dessen erster Bauabschnitt Mitte 2017 abgeschlossen sein soll. Und bereits ab Ende diesen Jahres schon soll man beim Reiseveranstalter Novasol voraussichtlich schon Buchungen vornehmen können. Stabile Beiträge im kommenden Jahr. AOK Sachsen-Anhalt bleibt günstigste Kasse im Land. Etwa 700.000 Menschen in Sachsen-Anhalt legen ihre Gesundheit in die Hände der AOK. Mit ihrem Netz aus insgesamt 44 Geschäftsstellen landesweit will sie, so wie hier in Quedlinburg, die Kasse vor Ort sein und vor allem mit einem breiten Spektrum an Leistungen punkten. Nun hat Pressesprecher Michael Schwarze eine frohe Botschaft für alle Versicherten. Wir haben also den günstigsten und kleinsten Beitragssatz in Sachsen-Anhalt aller gesetzlichen Krankenversicherungen, nämlich 14,9%. Und den werden wir nicht nur 2016, sondern tatsächlich 2017 stabil halten und all unseren Versicherten anbieten. Das sind in Sachsen-Anhalt rund 725.000 Versicherte. Und wir freuen uns natürlich über jeden Versicherten, der weiter zu uns kommt und uns wählen wird. Auch die beliebte Weihnachtstour kehrt zurück in den Harz. Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Erlös daraus für den guten Zweck gespendet.
Das ist eine Aktion und auch zugleich eine Botschaft. Eine Botschaft an die Harzer Region, an den Quedlinburgerinnen und Quedlinburger, nämlich AOK Weihnachtstour hier auf dem Marktplatz zu Quedlinburg, auch in Wernigerode und in Halberstadt, nämlich AOK Weihnachts-Event-Waggon haben wir dabei. Und dort werden wir unter anderem zur Weihnachtszeit das muntere Maskottchen, das AOK-Maskottchen Julinchen, zum Verkauf anbieten. Und der Erlös kommt einem gemeinnützigen, guten Zweck zugute, hier in Sachsen-Anhalt, dem wir natürlich dann noch bekannt geben werden. Prävention wird bei der AOK Sachsen-Anhalt großgeschrieben. Egal ob mit den beliebten Schulranzenchecks in den Grundschulen, der Aktion zum gesunden Frühstück oder Aktionstagen rund um die eigene Gesundheit. Nur wer heute schon vorsorgt, bleibt bis ins hohe Alter ohne Beschwerden. Wir haben viele Projekte von gesundes Frühstück mit Landfrauen und Bauernverband. Wir haben Bauernpate mit dem Landfrauen und Bauernverband in Aktion für Schulen, für Grundschulen und einige, viele andere Aktionen, natürlich auch den Schulranzencheck. Also die Prävention spielt eine ganz herausragende Rolle, auch im nächsten Jahr. Und das liegt uns am Herzen, natürlich die Gesundheit eines jeden, egal wie jung, wie alt. Und da wollen wir auch ein zuverlässiger Gesundheitspartner sein, denn nicht umsonst heißen wir die Gesundheitskasse. Mit 14,9% erhebt die AOK Sachsen-Anhalt von allen gesetzlichen Krankenkassen den geringsten Beitragssatz im Land. Weitere Informationen zum Leistungsspektrum der AOK Sachsen-Anhalt finden Sie online unter www.san.aok.de. Bundesweit unterwegs. Wernigeröder Stadtwerke gewinnen Ausschreibung. Die Stadtwerke Wernigerode beliefern nicht nur ihre Kunden vor Ort, sondern sind auch in fremden Netzen deutschlandweit mit einer Energiemenge, die noch einmal so groß ist wie die im Kerngebiet, unterwegs. Sie können gut kalkulieren, Strom und Gas günstig anbieten und gewannen so verschiedene Ausschreibungen, unter anderem beim Diakonieverband. Wir beliefern ja inzwischen in viele fremde Netze Erdgas und auch elektrische Energie, so dass man jeweils von rund 40 Netzen sprechen kann. Und da haben wir schon reichlich Erfahrung. Von welchen anderen großen Aufträgen kann man da sprechen? Ja, ganz besonders erwähnen kann man da immer die Landesausschreibung Erdgas für das Land Sachsen-Anhalt. Das Land schreibt immer für 2 Jahre aus und wir haben diese Ausschreibung bereits zum 2. Mal gewonnen. Ein entsprechender Vertrag über die Strom- und Gaslieferung wird im Diakonie-Krankenhaus Elbingerode zwischen dem Geschäftsführer der Wernigeröder Stadtwerke Steffen Meinecke und dem Geschäftsführer des Diakonie-Krankenhauses Martin Montowski unterzeichnet. Somit liefern die Stadtwerke ab 2017 Strom und ab 2018 Erdgas in diakonische Einrichtungen mit über 1.900 Mitarbeitern. Dazu zählen zum Beispiel die Standorte in Marburg, Frankfurt, Hutschdorf. Die Ausschreibung ist deswegen erfolgt, weil es einfach wichtig ist, seine Energiekosten einigermaßen zu senken und die Potenziale, die man hat, wenn man mit mehreren zusammenarbeitet, dabei zu nutzen. Und somit haben wir uns geholfen und den Stadtwerken Wernigerode auch. Von welchen Mengen sprechen wir? Bei Gas von 25 Millionen Kilowattstunden und bei Strom von 10 Millionen Kilowattstunden. Auf wie viele Jahre ist der Vertrag beschränkt? Der Gasliefervertrag läuft auf 2 Jahre, der Stromliefervertrag auf 3 Jahre. Was war für Sie ausschlaggebend, dass Sie jetzt mit den Stadtwerken Wernigerode den Vertrag eingegangen sind? Das war recht einfach. Die Stadtwerke Wernigerode haben den besten Preis gemacht und sind uns als zuverlässiger Lieferant bekannt. So eine Sache braucht Vertrauen, weil wir ja deutschlandweit unsere Standorte sicher beliefern wollen. Und was erwarten Sie jetzt von den Stadtwerken? Eine gute und pünktliche Lieferung. Das bedeutet natürlich für die relativ kleinen kommunalen Stadtwerke eine große Herausforderung. Natürlich ist das eine Riesenherausforderung für uns, es ist ein Riesenerfolg, aber es ist damit ja nicht getan. Es steckt dann viel, viel Arbeit dahinter und wir wollen ja dann auch zuverlässig liefern und unsere vertragliche Verpflichtung erfüllen, wollen Vertrauen aufbauen und wollen zeigen, dass auch ein kleiner kommunaler Energieversorger dazu in der Lage ist. Sie sind natürlich auch auf Havarien eingerichtet.
Auch das sind wir. Wir haben Notstromaggregate, wir haben auch einen Wärmecontainer und können im Zweifelsfall oder im Bedarfsfall auch unterstützen mit praktischer Hilfe. Die Stadtwerke sind nicht nur Energielieferant, sondern beraten ihre Partner auch in allen energetischen Fragen und bieten ihnen Hilfe und Unterstützung an. Veranstaltungen im Harz. Freuen Sie sich schon auf die Weihnachtszeit? Dann machen Sie mit und gewinnen Sie ein Adventsset von Weltbild in Halberstadt. Dieses Jahr gibt es die ersten Geschenke vielleicht schon im Advent. Zusammen mit Weltbild in der Rathauspassage in Halberstadt verlosen wir 3 schöne Adventssets im Gesamtwert von rund 150 Euro. Im Set enthalten sind ein großformatiger Kinder-Adventskalender mit 24 kunterbunten, lustigen Disney-Büchlein mit Geschichten von Winnie-Pooh bis Nemo. Und ein Edelstein-Adventskalender für Mamis und alle Steinsammler. Adventsstimmung zaubert eine große Glasglocke mit filigraner Holzkirche in Scherenschnittoptik plus Lichterkette. Während die eingebaute mechanische Spieluhr den Weihnachtsklassiker Stille Nacht abspielt. Haben wir Ihre Weihnachtsvorfreude geweckt? Dann machen Sie gleich mit beim Weihnachtsvorfreude-Gewinnspiel von Ihrem Regionalfernsehen Harz und der Weltbildfiliale Halberstadt. Per E-Mail mit Ihrer Adresse an gewinnspiel@rfh-tv.de. Kennwort Weltbild. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jetzt Tickets sichern für die Silvesterkonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Lassen Sie das Jahr 2016 mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende gehen. Gemeinsam mit seinem Ensemble sorgt Musikdirektor Christian Fitzner mit Sopranistin Viktoria K. aus Wien und Bariton Dietmar Sander aus Hannover für einen beschwingten und spritzigen Jahresausklang. Tickets für die Konzerte am 30. und 31. Dezember erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Kranken- und Seniorenpflege aus einer Hand im Proklin Pflegezentrum. Die Proklin Medical Care GmbH bietet ein im Harzkreis einmaliges Pflegezentrum, das alle modernen Leistungen der Altenpflege beinhaltet. Dazu gehört unter anderem das Altenpflegeheim mit dem originellen Namen Daheimsein in der Quedlinburger Taubenbreite. Die 2011 in Betrieb genommene stationäre Pflegeeinrichtung bietet Platz für insgesamt 36 Bewohner und ist alles andere als ein steriles Altenheim. Riesige Wandbilder, eine Küche aus längst vergangener Zeit, ein alter Konsum und viele weitere Details schaffen eine einmalige Atmosphäre. Die Bewohner sollen sich hier schließlich wie zu Hause fühlen, sicher und geborgen. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Die sind alle sehr, sehr nett zu mir. Das geschulte Pflegepersonal legt bei der Betreuung großen Wert darauf, eine enge Beziehung zu den Bewohnern aufzubauen und diese langfristig zu erhalten. Eigenheiten und Gewohnheiten werden dabei individuell berücksichtigt, damit sich alle wohlfühlen und so leben, wie sie es aus ihrem häuslichen Umfeld gewohnt sind. Sie werden gefördert und gefordert. Die vorhandenen körperlichen und geistigen Ressourcen der Bewohner sollen so gut wie möglich eingesetzt werden. Stets nach dem Motto, wer rastet, der rostet. Darüber hinaus sollen gemeinsam organisierte Feste und Veranstaltungen alle Bewohner einander näher bringen, den gegenseitigen Dialog fördern und so zu neuen Herausforderungen motivieren. Ich arbeite seit 15 Jahren bei Proklin, weil ich hier eine sehr vielseitige Tätigkeit habe. Einmal ist der wichtige Teil der Pflege und Betreuung unserer Senioren.
Aber es gibt auch einen zweiten Teil, das ist, dass ich auch sehr kreativ arbeiten kann. Zum Beispiel bei der Ausgestaltung und Planung unserer Feste oder auch kleinen Events hier in unserem Wohnbereich, die mir sehr viel Freude bereiten. Die moderne Pflegeeinrichtung bietet aber auch viele Ruhezonen zum Abschalten. Bei der Entspannungstherapie können die Bewohner den Alltag vergessen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Das Team um Heimleiterin Judith Stolle ist dabei stets bestrebt, eine höchstmögliche Lebensqualität zu gewähren. Alles, was wir tun, tun wir mit Begeisterung. Die uns anvertrauten Senioren sehen wir als Einheit von Körper, Geist und Seele. Bei unserer Arbeit steht die Würde des Menschen im Mittelpunkt. Wir helfen und geben Halt, rund um die Uhr. Das ist unser Verständnis von Pflege. Ein weiterer großer Bereich des Pflegezentrums ist das betreute Wohnen an gleich zwei verschiedenen Standorten. Einer befindet sich hier in der Taubenbreite, direkt neben dem Pflegeheim, und ein weiterer im Dittforter Weg. Das betreute Wohnen bietet den Senioren ein sorgenfreies sowie unkompliziertes Wohnen und bei Bedarf die entsprechende altersgerechte Unterstützung. So schützen sie ihre Privatsphäre und können möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Ich lebe ein freies Leben mit dem Vermerk zu wissen, du bist nicht mehr allein. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei Ihnen hier in diesem Haus angekommen bin. In dem ruhigen, ja fast schon adligen Ambiente stehen Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre Autonomie absolut im Mittelpunkt. Immer mit dem Ziel, eine Unterbringung in einer stationären Pflegeeinrichtung zu vermeiden oder so weit wie möglich hinauszuzögern. Viele Senioren entscheiden sich heutzutage, aber auch aus anderen Gründen, für das betreute Wohnen. Also ich habe mich schon 2014 entschieden, hier ins betreute Wohnen zu gehen, weil ich wirklich nichts mehr allein machen kann und bin auf fremde Hilfe angewiesen. Und das wollte ich meinen Angehörigen, weil sie ja arbeiten müssen, nicht zumuten. Unter dem Namen Aktivhotel bietet das Proclean Pflegezentrum eine Kurzzeitpflege für Senioren an, die beispielsweise durch einen Unfall vorübergehend nicht zu Hause betreut werden können. So erarbeitet das Team gemeinsam mit Ihnen einen individuellen Therapieplan, erprobt Hilfsmittel und stellt mit ergotherapeutischen Maßnahmen Ihre Mobilität wieder her. Ältere Menschen mit einer neurologischen oder psychischen Erkrankung werden in der Pflegeeinrichtung Schlossblick in Blankenburg aufgenommen. Insgesamt 50 Bewohner sind hier auf zwei Wohnbereiche aufgeteilt. Je nach der Vorerkrankung können Sie zwischen dem neurologischen und dem geschützten gerontopsychiatrischen Wohnbereich unterscheiden. Wir sind hier im Schlossblick. Wir sind in zwei Wohnbereiche aufgeteilt. Wir haben einen geschützten Demenzbereich, das ist Wohnbereich 2, und hier unten eine neurologische Abteilung. Wir arbeiten hier gerne, weil auch für uns die Pflege eine Berufung ist. Auch hier soll die Selbstständigkeit und die soziale Kompetenz der Bewohner so lange wie möglich erhalten bzw. gefördert werden. Gemeinsame Aktivprogramme unterstützen den Bewegungsapparat und neben der körperlichen steht auch die geistige Fitness im Vordergrund. In Anlehnung an frühere Gewohnheiten wird so ein Vertrauensverhältnis zu den Senioren aufgebaut, das letztlich eine heimische Atmosphäre erzeugt. Auch hier in Blankenburg gibt es verschiedene Rückzugsorte zur Ruhe und Entspannung. Bei Arztterminen können die Bewohner selbstverständlich auf einen Hol- und Bringdienst zurückgreifen. Dankeschön. Bitte. Die häusliche Krankenpflege rundet das breite Pflegeangebot der Proclean Medical Care GmbH ab. Dabei versorgt sie das Fachpersonal direkt bei Ihnen zu Hause. Neben der medizinischen Versorgung kann das auch die Körperpflege, Ernährung und den Haushalt umfassen. Aber auch bei anderen Alltagssorgen haben die freundlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stets ein offenes Ohr für Sie. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und überzeugen sich von dem vielseitigen Leistungsangebot. Wir würden uns freuen, Sie in unseren Häusern begrüßen zu dürfen. Jeden ersten Samstag im Monat öffnen wir für Sie unsere Türen und Tore und laden Sie herzlich ein, unser Konzept näher kennenzulernen. Besuchen Sie uns einfach. Ich würde mich auf Sie freuen. Proclean, Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Pflege an den Standorten Quedlinburg und Blankenburg. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit.
Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Zum 27. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer können Sie an der interessanten Lesung zur friedlichen Revolution teilnehmen. Seien Sie morgen um 19 Uhr mit dabei und diskutieren Sie im Anschluss mit im Gaswerk der Halberstadtwerke. Morgen um 19.30 Uhr wird im Rahmen der Reihe Geist und Muse bei Gleim eine weitere Porträtfotoausstellung im Gleimhaus eröffnet. Gezeigt werden 40 Aufnahmen des Dresdner Fotografen Christian Borschardt. Kommen Sie am Donnerstag für ein paar gemütliche Stunden in das kleine Vintage-Café im Eingangsbereich der Schau- und Erlebniswerkstatt Holzandi. Von 15 bis 18 Uhr ist das Café-Kränzchen mit leckerem sommerlich frischem Kuchen, Kaffee und netten Begegnungen.